Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Shadow of War. Ihr seht schon, ich muss hier ein paar Sachen nochmal neu machen. Denn ich habe versehentlich die falsche Taste gedrückt und bin schon in die Belagerung reingegangen. Und als ich die abbrechen wollte, hat es dazu geführt, dass ich meine Festung verloren habe. Und da habe ich mir gedacht, nein. Und deswegen habe ich... Deswegen habe ich Minas Morgul nochmal erneut eingenommen. Auch den und auch Sauron nochmal erneut gedisst. Genau. Und jetzt ja nochmal kurz neu den. Neu meine Festungsverteidigung machen. Okay, den Schild. Ja, und das machen wir jetzt ganz kurz fix. Den nehmen wir noch mit. Feurige Belagerungsbestien. Verzeihung. Minimal giftige. So, dann nehmen wir hier noch. Nehme ich hier jemand Neues. Ja, genau, den hier. Kriegskarago. Die nehmen wir noch. So. Also gerade eben war da noch nicht Stufe 41, aber immer nicht so. Ist okay. So. Und einen können wir noch mitnehmen. Und wir nehmen mit den. Giftminen erreichen von Siegpunkten. So, Freunde. Sind wir bei 423. Das dürfte eigentlich ausreichen. Dann. Ach, das ist ein Oluk. Dann starten wir mal unsere Verteidigung. Gott, ich bin ganz aufgeregt. Ich finde ja, wir sehen mit den Glühaugen viel besser aus. Krag, der Barbarische. Verzeihung. Verteidige die Punkte. Kann ich denn jetzt hier schon runter? Oh. Runter. Anima. Hoffentlich können wir diesen Menschengestank wieder aus unserer Festung vertreiben. Du bist gleich mein. Ob es überhaupt funktioniert. Ich bin auserwählt. So ist es. Und du wirst für mich weiterkämpfen. Wenn ich muss. Ja, musst du. Besiege alle Häuptlinge. Mach ich. Erwischt. Dir bloß nicht zu bequem. Ich hol mir die Festung nämlich zurück. Naja.
glaube, das durch. Immun gegen Hinrichtung. Gut. Nein, nein, nein! Diese Festung gehört dir nicht. Aber auf dieser Faust steht dein Name. Hol mir erstmal deinen Buddy. Rekrutieren. Für mich weiterkämpfen. Ja, so sollte es auch sein. Bin ja nicht mehr ganz so hell, ne? Bin ja jetzt eher der dunkle Herrscher. Gehöre mir. Snafu. Oh. Besiege die nächste Welle. Nein. Ich muss meinen Verbündeten heilen. Sei geheilt. Schatten auf. Okay. Ist schon tot. Ach, hier ist schon einer. Warum machst du es dir so schwer? Gib doch auf und lass dich töten. Nein. Feuerfest, Feuerfest. Bam. Ja, schon. Alter, diese blöden Schildträger. Der Schildwort, der gibt mir Flügel auf den Geist. Oh. Weichschädel allein. Mit dir nie. Der ist legendär. Du wirst dich gut machen an meiner Sammlung. Blockade. Nein! Warum kämpfst du immer weiter? Du und deine Jungs haben keine Chance. Ja, das wirst du gleich sehen. Ah. Komm schon, komm schon. Nein, nein, bring ihn nicht um. Wir brauchen ihn. Ah, verdammt nochmal. Ich helfe euch gleich, Jungs. Ich bin kein Verräter. Mein Wille ist stark. Mist. Gut. Dann bringe ich dich eben doch um. Schade, den hätte ich gerne in meiner Sammlung gehabt. Meine Festung. Da.
verteidigt. Etappe abgeschlossen. Nur ein Fähigkeitspunkt. Bin nur Doppelpunktfähigkeit. Etappe 2. Wurm wird belagert. Oh Gott. Suchen die immer noch? Wichtig im Mordo ist, dass man immer wachsam bleibt. Wegen der Karagor-Angriffe, der Kriterwale besiegt, der rivalisierenden Häuptlinge und hinterhältige... Das ist so richtig? Viel ist ja jetzt dabei nicht rumgekommen, ne? Wie ist er die Kampfgruben ab? Da müssen wir einen Minas Morgul den machen, ne? Inventor. Was? Der ist nicht stärker als der, den wir haben. Das hätte ich nicht erwartet. So. Aufträge. Hier so. Prozent. Wie viele Etappen sind es denn? Wir machen jetzt mal kurz hier die Kampfgruben. Ich denke, das wird nicht schlecht sein, wenn wir das machen. Ich habe ja gerade gelernt, die Champion. Ich glaube, ich habe überhaupt keine Gefolgsleute. Hm. Wie viele habe ich denn hier? Nee. Ja, nicht so viele, ne? Da müssen wir hier erstmal ein paar sammeln. Ist ja verrückt. Wir gehen mal hierher. Dann holen wir uns ein paar von denen. Ein bisschen Kanonenfutter brauche ich hier schon. Ja, sonst hat das keine Substanz. Immun gegen Fluch. Erzürnt durch Hinrichtung. Erzürnt durch. Schlecht. Mit der Schlacht über Barad-dûr, der Rückeroberung von Minas Morgul. Ich wette, du bist echt ziemlich stolz auf dich. Ja. Ich denke, dem werde ich ein Ende setzen. Positionieren. Das fällt mal aus, denn.
Da fällt mir ein. Ich kann die nicht beherrschen, wenn die erzürnt sind. Doof, ey. Schusssicher. Zürnt euch einfach alles, das ist doch schön. Und dem da oben? Hier ist der Grauk. Feigling? Oh. Na, dann wird der wohl gleich von mir weglaufen. Dein Schicksal verdunkelt sich immer und immer mehr. Denn dieser Ort beherrscht das Reimen sehr. Armer Tropfen! Der Schlag! Weine nicht, jetzt verlasse ich dich! Klappt es nicht? Ich strahle grell für meinen Herrn so hell. Warte schon. Risha. Nehme ich. Treuer Blutsbruder von... Ich hole ihn mir trotzdem. Wenn sein Blutsbruder kommt, können wir uns den auch noch holen. Meine Armee ein bisschen vergrößern. Den nehmen wir uns auch. So. Hinten ist er. Anfällig gegen im Oben. Na dann, wir schleichen doch gerne. Hast du eine Ahnung, wie viel Ärger du mir machst?
Ich will hier eine Organisation aufbauen! Mensch, dann gehen wir noch mal kurz weg, damit er uns nicht sieht. Armselig. Geh weg. Komm schon. Hau ab. Ich glaube, er dreht uns gerade den Rücken zu. Das wäre natürlich optimal. Mehr Zeit in den Kampf. Das wird sicher nützlich sein. Ja. Scheiße. Schleichtötung und nicht, dass er mit einem Mal tot ist. Das ist ja jetzt außerordentlich blöd gelaufen. Was ist denn da los? Nun gegen Hinrichter? Was ist denn da los? Guck mal, wie viele da sind. Wir sollten wirklich mehr Leichen in den Fluss werfen. Da ist sein Blutsbruder. Rache für meinen Blutsbruder. Geht los. Blut für Blut. Geht los. Einer gegen zwei. Wieder falsch. Einer gegen drei. Jetzt gleich. Komm in meine Sammlung. Du und jetzt bist kämpfe mein mich. Mein für mich weiterkämpfen. Für Helmherrscher. Schutzsicher ist auf jeden Fall nicht. Der Mann hat ja ganz schön ein paar Lärmungen mit seiner. Oh nein, was war denn das? Ich finde. Ungeschickte Narr! Töte dich! Okay. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt gerade passiert ist. So, jetzt gucken wir mal, ob es jetzt schon besser aussieht.
Naja, ein paar gehören schon mal uns. Könnte noch besser sein. Da frage ich mich ja gerade, was mit den anderen da abgegangen ist. Naja. Nun gut, ihr Lieben. Wir werden an dieser Stelle die Folge erstmal wieder beenden. In der nächsten Folge machen wir die Kampf hier in Minas Morgul und dann gucken wir uns mal an, was in Noon abgeht. Oder eventuell checke ich es vorher schon mal aus, denn es kann sein, dass ich noch ein bisschen Vorbereitung hochleveln muss. Aber das werde ich mir noch überlegen. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn dem so ist, dann klickt den Like-Button, lasst mir ein Abo da und schreibt mir gerne einen Kommentar, wie die Folge euch gefallen hat und ob und wenn und überhaupt. Und dann hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.